Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Devil May Cry 1. So, und ohne weitere große Vorreden, hängen wir uns gleich mal in den nächsten Auftrag rein. Und zwar Auftrag 3. Zerstörer der Leidenschaft. Bestehen Sie den Test und verdienen Sie sich den Stolz des Löwen. So, bevor wir eigentlich in den Auftrag reingehen, würde ich gerne noch ein paar rolle Kugeln ausgeben. Und zwar können wir jetzt die Fähigkeiten von Alastor erwerben. Das Schwert, das wir letzte Folge gefunden haben. Dann holen wir uns gleich mal den Schwertangriff Level 1 und Level 2. Das ist nämlich eine ziemlich gute Attacke. So, los geht's. Ach ja, was haben wir denn jetzt hier für ein Mist? So, ich kann euch den Schwertangriff zeigen. Und den kann man sich nämlich wesentlich schneller nach vorne bewegen, als wenn man läuft. Ziemlich praktisch. Hier steht etwas geschrieben. Den Stolz des Löwen erhalten nur jene, die den beschwerlichen Weg gehen. Na, dann gucken wir uns mal, wo der Stolz des Löwen uns hinführt. So, bevor wir eigentlich weitergehen, springen wir kurz hier oben, denn hier ist ein versteckter Ort mit ein paar roten Kugeln. Und die hätte ich gerne. So, mal die Brücke hier lang. Das Symbol ähnelt dem Hermesstab, der in der hohen Kunst der Alchemie verwendet wird. Ich fühle eine rätselhafte Macht in mir, die ich aber noch nicht ganz verstehe. Naja, das ist auf jeden Fall für später gedacht. Können wir jetzt noch nichts anfangen. Aber das hier ist wichtig. Hier steht, geh den Weg zurück und du wirst mit deinem Löwenherzen aus den unendlichen Tiefen zurückkehren und den Stolz des Löwen mit dir tragen. Na, schauen wir doch mal. Surprise. Großartig. So, jetzt sind wir unter Wasser und da verlieren wir noch leicht Leben. Deswegen bin ich mal kurz im Teufelzustand. Da verlieren wir das nämlich nicht. Na, Mistviecher. Schrotflinte geht viel schneller. Ach, da ist noch einer. Ich dachte schon. Perfekt. Das ist auch, glaube ich, was ich noch nicht erwähnt habe. Und zwar, wenn wir im Devil Trigger sind, regeneriert man auch leicht Leben. Das ist auch ganz praktisch. Deshalb habe ich ja halt gerade eben am Anfang kein Leben unter Wasser verloren. Weil es halt entgegenwirkt. Aber genug geredet. Und jetzt erstmal ein Stolz des Löwen. Stolz des Löwen. Ein Zeichen der Stärke. Unverzichtbar, wenn man dem Hüter des Löwentores entgegentritt. Und da kommt schon out of nowhere unser erster Boss. Eigentlich ist nicht so schwer. Vorsicht. Ne, du bist mal ruhig. Wir müssen immer noch sein Körper springen. Macht sehr gut Schaden. Na, das war nicht geplant. Dann müssen wir noch im Teufelsmodus, Devil Trigger. Mal gleich umso länger mehr Schaden machen. Ne, lass mal sein. Das war knapp. Oh. Ach, das trifft wieder, ja? Das trifft wieder. Okay. Bin ich ein bisschen voreilig hier. So.
kein wirklich schwerer Boss. Aber gibt gut Punkte. Und zwar 500. So, dann lass uns mal zurückgehen. Und damit hätten wir auch diesen Auftrag erfüllt. Ah, und noch ein A-Rang. Gibt dementsprechend nur 400 statt 800 Punkte. Schade. Aber naja, gut, ich habe auch Schaden kassiert, da ist das nur normal. So, gehen wir mal zum nächsten. So, jetzt gehen wir noch kurz in den Shop rein. Dann holen wir uns mal eine violette Kugel. Können wir gleich zwei kaufen? Ah, ne, schade. Gut, mit der wir halt mehr Runen bekommen für den Devil Trigger. Das ist für unseren Teufelsmodus, dass der länger hält. So, kommen wir zum nächsten Auftrag. Auftrag 4, Schwarze Ritter. Zeigen Sie dem Löwen Ihre Kraft und öffnen Sie den Weg. Holen Sie sich die Melancholie-Seele. Schönes Wort. So, bevor ich jetzt weitergehen, gibt es noch eine weitere Sache in dem Spiel. Und zwar gibt es auch zwischendurch mal Geheimaufträge. Indem man sich halt immer für, ja, eine kleine Challenge, ein Blue-Off-Fragment verdienen kann. Und eine ist auch, und zwar, wenn man hier direkt zurückgeht, kommt man zu einer. Geheimauftrag, Phantom Baby. Besiegen Sie innerhalb des Zeitlimits 100 Phantom Babys. Das machen wir doch gerne. Dafür würde ich aber gerne die Pistolen ausrüsten. Das ist nämlich wesentlich besser. So. So, die kleinen Kollegen kennen wir ja schon aus letzter Folge. Gut. So, hinten sind noch einige. Perfekt, geschafft. Das kann man auch gerade unbedingt sehen, dass ich eine Runde mehr habe. Durch die violette Kugel. So, ich nehme ein paar mit. Wir geben ganz gute Punkte. Huch. So, natürlich jetzt auch. Wow, Fragment. Jawohl. Dann gehen wir auch mal gleich weiter zurück. Und hier gibt es auch noch zwei weitere blaue Fragmente zu holen. Und zwar ist eines gleich hier drüber. Und zwar ist da jetzt da irgendwie so eine Plattform erschienen. Und mit dem Schwertergriff kommen wir da perfekt drüber. Super. Und haben wir weiteres. Und haben eine blaue Kugel. Hm, sehr schön. So, dann über die Brücke. Bei der ich hoffentlich jetzt nicht runterfalle. Das müssen wir die ganze Aktion im Wasser nochmal machen. Und da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Oh Gott, das ist einfach mit der Steuerung. Ja, perfekt. Sehr gut. Das Ganze nochmal zurück. Es gibt auch einen Trick, wenn ich hier noch kann. Und zwar hier. Hier. Nein! Ich fall geradeaus. Na gut. Und auf ein neues. So, die machen wir schnell so fertig hier. Aber so, können wir uns den Devil Trigger wieder aufladen. Auch ganz nett. Und tschüss. Dreh die Kugel nehme ich mal noch mit. Und raus hier. Sehr schön. Gut. So. Ja. Ja, das ist ein Boss out of nowhere einfach mal. Das war die Phantomspinne. Aber mit einfachem Spam mit dem Schwert war ich da schon, die zu besiegen. Tja, das ist mal wirklich ein Boss out of nowhere. Ich glaube, dem hätte wirklich keiner gerechnet. So, des Weiteren gehen wir auch mal hier zurück. Denn hier war der nächste Geheimauftrag. Und zwar Phantom Baby 2. Yay! Hat ja beim ersten Mal schon so viel Spaß gemacht. Besiegen Sie innerhalb des Zeitlimits 100 Phantombabys und verwenden Sie dabei keine Waffen. Und zwar zertreten wir die stattdessen einfach. Wir sind bei 100 zertreten. Das kann sich manchmal halt schwierig erweisen. Es ist gar nicht so einfach, diese kleinen 4 zu treffen. Aber das läuft perfekt. Jawohl. Gut. Haben wir doch schon geschafft. So. Oh. Die Gegner. Nee, die ersparen wir uns mal. Obwohl. Ich bin ein bisschen. Das
ist nur einer. Ja, oder? Schade, ich hätte gerne noch einen gehabt. Nun gut. Genau, jetzt können wir den hier verwenden. Eine unglaublich starke Macht hält alles fern. Bevor ich dem Löwen gegenübertreten kann, benötige ich ein Zeichen. Ja, natürlich sollst du das verwenden. Ach, diese Fragen immer. So, machen wir es mal kaputt hier. So. Oh Gott, das ist viel, ey. Machen wir unseren ersten Halbboss im Spiel. Komm schon, meine Kleine. Perfekt. Das ist die Rot. Und ein bisschen wütend, wie man sehen kann. Oh Gott, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Noch nicht sterben. Gut, ist egal. Oh, diese Schattenkatzen können manchmal echt nervig sein. Aber geben gut Punkte. Perfekt. Reicht mir auch schon als Ausgleich. Gehen wir mal weiter. So, jetzt sollen wir die Treppen hier mal hochgehen. Und über die Tür, da ist ein wichtiger Gegenstand für uns. Was war das hier? Todesschwert. Ein Schwert, das nicht als Waffe eingesetzt werden kann, sondern für rituelle Zwecke verwendet wird. Das brauchen wir auch gleich im nächsten Raum. So, wollen wir mal gerne hier rein. So, dann können wir hier auf das Bett springen. Gibt's hier kurz ein paar Rote. Google. Und das wollen wir mal gerne hier einsetzen, das Schwert. Nein, nicht den Spiegel anschauen. Auch wenn er schön ist. Nein, nein. Verschönert es später Zeit. So. Es ist die Statue einer Frau, die einen melancholischen Gesichtsausdruck trägt. Hier ist eine Öffnung, in die man etwas hineinstellen kann. Soll ich diesen Gegenstand verwenden? Ja, diese Frage immer. Perfekt. Melancholie-Seele. Ein Ornament, das einer Seele ähnelt. Einmal aktiviert, verliert es nach und nach seine Macht. Thinking Hall was the last place I thought I'd find anyone with some guts. Ach ja, in diesem Schloss gibt es auch nur Verrückte. Jetzt noch ein verrückter Ritter, der uns herausfordert. Und da kann ich irgendwie nicht widerstehen. So ein Auftritt hinlegt. Dann zeig, was du kannst, mein Freund. Na, na, na. Zack. Ja, aber beim Devil Tookers frisst ja ganz schön viel Schaden. Nein, 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 nicht so früh. Uiui, der fasst ganz schön gut Schaden, ey. Nein, nein, nein. Oh, perfekt. Der möchte es wirklich wissen. Aber das ist doch mal ein stilvoller Auftritt für einen Boss. Viel besser als diese Kackspinne von gerade eben. Das gefällt mir doch schon wesentlich mehr. Na na na. Na na na.
Zack! Na, wer das wohl war? Er scheint auf jeden Fall eine wichtige Rolle zu spielen. Und glaubt mir, meine Damen und Herren, das wird er auch. Oh, nur B-Rang, das tut mir weh. Aber gut, ich habe auch 10 Minuten gebraucht, ganz schön viel. Aber immerhin, wir kriegen noch einen Boss-Bonus. Da wir das der Boss halt an sich keine rote Kugel gedroppt hat, kriegen wir halt noch am Ende des Auftrags ein paar Punkte für ihn. Na, schick Ausgleich. So, dann speichern wir erstmal. Dann würde ich sagen, das ist das mit der Folge auch schon wieder war. Auf jeden Fall werden wir bald herausfinden, wer dieser Ritter ist, denn vertraut mir, Ladies and Gentlemen, er wird noch eine größere Rolle spielen. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen. Für jetzt verabschiede ich mich erstmal. Ciao, ciao!